der eine geht auf hoch. Warum bewegt sich der eine hier nicht? Ich glaube, weil der zweite Ofen so sehr abgeht, da kommt der Arm hier oben gar nicht dazu. Das heißt, wir bauen einfach noch ein paar Kisten und lagern das derweil in Kisten dazwischen. Damit das hier alles ein bisschen weiter arbeiten kann. Genau, und dann bewegt sich das und wandert alles aber schließlich hier unten in die Kiste, wo wir dann das Zeug rausholen können. Und, unsere, ich sehe gerade hier. Die müssen wir ja wieder anschmeißen, dass die hier wieder ordentlich Kohle liefern. Na? Alles schön versorgen. Und dann tut das und macht das. Ah, ist das ein schönes Gefühl. So. Halt. Ein bisschen Stein noch. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen. Noch einen Bohrer. Jetzt ist die Frage, Kohle brauchen wir eigentlich nicht mehr, schätze ich. Wir können höchstens noch so einbauen. Da unten und schon mal die Metallplatten rausholen und dann können wir. Der macht das jetzt so. Und der macht das so. Dann wird noch mehr Kohle abgefasst, wie ihr sehen könnt. Denken wir ja, das noch ein bisschen. Ach so, versorgt er sich eigentlich selbst mit Kohle, wenn der an die Kohle rankommt? Wird sich zeigen, ob die sich selber mit Kohle versorgen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber fast nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bohrer. Und ich glaube, wir brauchen definitiv noch einen Eisenbohrer. Am besten gleich hier so. Zack und zack und zack. Achso, Kohle. Du bekommst Fettkohle. Schön, hä? Wie das hier. Ich kann natürlich auch ranzoomen, da wird es natürlich dann pixeliger, wie das halt so ist. Aber so sieht es eigentlich recht scharf aus, oder so? Ne, so. So ist gut. So, jetzt. Unsere Aufgabe jetzt ist es, Ressourcen zu sammeln. Das geht natürlich recht fix, weil. Naja, wir haben ja. Huch. Nein, nicht das Holz. Weil wir haben ja jetzt eine gute Produktionsanlage, die hier ordentlich Betrieb macht. Und damit geht es natürlich auch gut ab, muss ich sagen. Kohle mitnehmen, Eisen mitnehmen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Kupfer, wir brauchen noch Kupfer. Da machen wir gleich mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, bauen wir erstmal das hier hin. Wie machen wir denn das am besten, am dürfsten? Am besten so, obwohl 200... Nee. Mit Rechtsklick kann man die Sachen wieder entfernen. Ja, ich denke, so ist es okay. Dann brauchen wir noch ein paar von den Teilen hier. Noch ein paar von den Teilen alles. Da, zack, zack, zack. Um die Kurve rum. Das ist gar nicht dumm. Bla, bli, blub. So. Dann drei... Steinöfen, zack. Man muss das natürlich nicht horizontal bauen, man kann die auch vertikal bauen. Das ist völlig egal. So, da kommt gleich die Kohle mit ran. Geben wir dem mal ein bisschen Kohle, dem mal ein bisschen Kohle, dem mal ein bisschen Kohle. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen neue Kohle. Zack. Der hier zum Beispiel, da bekommt man die Hälfte davon. So. Achso, die anderen scheinen sich ja tatsächlich selber mit Kohle zu versorgen, wie der hier zum Beispiel, oder? Wird sich noch zeigen. Mal sehen, ob der irgendwann zu Ende geht. Wäre natürlich praktisch, wenn nicht. Ja. Dann das gleiche Spiel hier wieder. Zack. Zack. Das kann man natürlich dann auch noch anders aufbauen und verbessern und hast du nicht gesehen. Also. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Ah. Machen wir hier weg. Das muss natürlich hier oben dazu kommen, dass es hier daneben dann anfließt. Sammeln wir schnell ein die Kohle, damit das hier jetzt hier so weiter fließt. Wir brauchen noch jemand Kohle.
auch. So, wenn die jetzt aber wieder auf Volltouren machen, dann sollte das ja alles gut krachen. War jetzt kein guter Reim. Zack. Du bekommst noch Kohle, du bekommst noch Kohle, du bekommst noch Kohle, du bekommst auch eins und du bekommst auch eins. Und dann hole ich mir mal schnell wieder neue Kohle. Ihr seht, wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle am Anfang. Später läuft es dann auch mit Elektrizität und hast du nicht gesehen, aber am Anfang hat man nie genug Kohle. Man kann dann auch bessere Knacken bauen, bessere Rüstungen, besseres, ja, alles was so typisch für solche Spiele ist, die Suchtspirale fördern. Kupferplatte. Kupferplatte, Kupferplatte. Ja, das haben wir ja jetzt hier, ne? Wie haben wir das schon? Haben wir schon einiges? Haben wir es ja bald geschafft? Bald geschafft. Ach, wie es alles so vor sich hin baut. Alles läuft von alleine. Man darf natürlich, man kann natürlich auch den Game Speed, glaube ich, höher stellen, aber dann wird es dann irgendwann zu viel fürs Auge, finde ich. Deswegen lasse ich den auf normal eingestellt und dann ist alles gut. So. So viel Kohle kommt nur hier oben nicht an, habe ich das Gefühl. Wir brauchen also noch zwei Kohle-Drills, sonst wird das hier nichts. Achso, na gut, ich könnte natürlich auch den hier abzweigen, dann müsste eventuell mehr durchkommen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und dann nehmen wir immer nur das für unsere Kohle. Nichtsdestotrotz können wir mehr Kohle, ist immer gut, von daher. Huch, das reicht noch nicht. Muss man noch ein paar mehr bauen. Die Richtung bitte. So, dann läuft das schon besser an. Wie viel Eisen und Kohle haben wir denn hier schon? Genug und genug Kupfer müssten wir jetzt auch haben. Zack. Nee. Ah, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber fast. Genau, und jetzt schafft es auch ein bisschen Kohle nach da oben. Das ist schön. So, ein Fließband hat auch zwei Seiten, wie ihr seht. Und das kann man immer nutzen, wenn man bei der Planung sollte man das mit beachten, wenn man halt so seine Sachen baut. Das ist nämlich voll sinnvoll. Sinnvoll ist das. Können wir nochmal auf die Karte schauen. Ist natürlich jetzt winzig, wenn man rausscrollt. Ihr seht, welche Ausmaße das annehmen kann. Wasser ist wichtig. Es gibt dann auch noch Fahrzeuge und hast du nicht gesehen. Man kann dann auch so ein bisschen Tower Defense Flair kommt dann auch noch mit rein, weil ja, solche Elemente gibt es dann auch. Aber das alles später. Ich würde sagen, wir machen die Kampagne einfach mal ein Stück weiter und lassen uns überraschen, was so kommt. Ah, okay, wir haben alles, was wir brauchen. It's time to move on. Okay, da werden wir mal weitersehen, wo auch immer wir hinsehen wollen. Und wir haben 6 Kills und 18 Minuten auf der Karte verbracht. Das ist ja spektakulär. Okay, nächstes Level. Mal sehen, was jetzt passiert. Das sind Tooltips, die habe ich mal eingeschalten lassen. Die kann man dann später wieder ausschalten. Aber ein paar sollte man sich mal anschauen. Da steht dann so ein bisschen da, wie was man so machen könnte und erste, zweite Linie und dass man halt Sachen nicht erst wegreißen muss, bevor man sie verbessert und irgendwas mit Strom und irgendwie mit Steuerung gedrückt halten und klicken ist, glaube ich, alles mit einmal rüber machen und genau und achso, ja, und wenn man, da kann man halt auch zwischen irgendwelchen Sachen alles hin und her tauschen, alles was drin ist, alles was geht. Genau, 1, 2, 3, 4, 5 und Shift 1, 2, 3, 4, 5 sind dann hier die Sachen zum Accessen in der Toolbar hier unten. Die kann sich natürlich noch erweitern. Was ist das hier noch? Clean Cursor. Mit Q bekommen wir alles wieder weg, was wir irgendwie gerade machen. Hier sieht man mit Alt, kann man natürlich sehen, was gerade wo irgendwie gebaut wird. Und ja, wir können natürlich rennen, bauen, bla bla, also Sachen. Das könnt ihr euch jetzt selber mal anschauen. Und ihr seht schon, hier gibt es jetzt was anderes. Ja, wenn ich genug Strom hätte, könnte ich ein Radar anwerfen, das mir dann zeigt, wo das Schiff hauptsächlich abgestürzt ist. Es ist alles soweit fertig zum Strom produzieren. Das Einzige, was ich noch brauche, ist ein bisschen Wasser vom Deich.
wenn man es mal so sagen will. Dazu brauchen wir eine Pumpe. Und dann brauchen wir Holz, damit wir Strommasten bauen können. Haben wir schon irgendwo das Rezept für Strommasten? Nein, ist momentan noch nicht da. Ich baue erstmal den Wasseranschluss. Blub. So. Ja, das muss natürlich erhitzt werden, das Wasser, damit in unserer Dampfmaschine auch was produziert wird. Hier wird aber nirgendwo irgendwas produziert, wenn wir keinen Strom haben. Und den Strom bekommen wir aber nur hin, wenn wir den dahin fahren lassen. Haben wir denn vielleicht schon irgendwas? Ich kann mal hier so ein bisschen Kohle reintun. Was passiert dann? Ja, okay. Elektrizität wird gebaut. Genau, man kann das natürlich dann auch so koppeln. Auf ewig lange Art und Weise, also nur kein Stress. Das kann man dann noch sonst wie verbinden, konstruieren und ja, ihr seht's. Also die Möglichkeiten, da gibt's viele. So, die Teile kann man natürlich auch alle dann automatisch befüllen lassen. Die Kohle, was ist jetzt? Small Electric Pulse. Ah, jetzt können wir sie bauen. Und was brauchen wir? Natürlich Holz. Ich finde das Holz, das Abholzgeräusch finde ich sehr schön. Das ist sehr beruhigend, muss ich sagen. Allgemein, das Spiel ist ziemlich chillig. Es wirkt zwar in dem Video überhaupt nicht so, da denkt man, das ist einfach nur Epilepsie-Anfall. Aber ich, wie ihr es vielleicht schon selber mitbekommt, das ist doch deswegen sehr chillig. Wir bauen mal ein paar Stromleitungen. Nachher Munition haben wir. So, um das ganze Ding zu befeuern hier. Damit wir ein bisschen Kohle bekommen. Da baue ich mal das hier hin. Und für hier baue ich mal das hin. Ne? So, jetzt haben wir nämlich so ein elektrisches Abbauteilchen. Hier sieht man, wie viel Stromverbrauch gerade da ist. Was die Wassertemperatur ist. Im günstigsten Fall, um die optimale Performance auszureizen, muss das 100 Grad betragen. Also müssen wir die andere noch befeuern. Ja, wir brauchen natürlich wieder Eisen, wir brauchen natürlich wieder Kupfer, wir brauchen natürlich wieder ein bisschen Stein und all jenes dieses Zeugs. Was wir aber als erstes vielleicht noch brauchen, ist, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Teil. So. Ja, wir sollten Lampen bauen, damit man was sieht. Ne? Ist ja halt schon reichlich dunkel. So, das hat natürlich noch keinen Strom, aber das ist ja nicht schlimm. Darum kümmern wir uns jetzt. So, was machen wir mit dir? Du... Zack und zack, zack, zack und zack und zack und zack. Absteiger, genau, genug halt. Das muss natürlich eine Kurve machen. Und dann bauen wir einen dahin und einen dahin. Dann brauchen wir noch da einen Strom. Genau. Und da werden die automatisch befüllt. Weil diese Teile werden jetzt nicht mehr mit Kohle betrieben. Die hängen jetzt mit im Stromnetz dran. Und das... Haut ab! Aus! Böse Viecher! Bös! So, ist halt jetzt recht dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Als nächstes... Ich könnte mir fast vorstellen, wir brauchen noch sowas, aber ich baue vorsichtshalber dann erstmal. So. Und hier bauen wir jetzt ein. Machen wir denn das so? Genau. Noch ein bisschen für Strom sorgen. Dann noch ein bisschen. Dann schon mal hier einen Schmelzofen hinbauen, damit wir wenigstens einen haben. Ah, das war zu nah. Achso, dann machen wir es so. Zack, zack, zack. So, dann du kommst dahin, du kommst dahin. Und eine Kiste brauchen wir natürlich auch. Brauchen wir gleich mal zwei. Ach, wir können auch zwei Lampen bauen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, die kosten uns vielleicht gerade zu viel Ressourcen. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Strom. Das brauchen wir mehr als eins, schade. Ich klammer mal ein bisschen Kohle von hier, damit wir das Ding erst Anfang mal ein bisschen befeuern können. Natürlich kommt dann wieder Kohlestrom auch darüber.
Aber damit hier überhaupt irgendwas losgeht, machen wir das erstmal so. Zack. Und schon haben wir unsere erste Produktionskette für unsere wichtigsten Sachen. Da baue ich jetzt hier gleich noch ein Lämpchen daneben. Hier auch. Und da haben wir auch, wenn es dunkel wird, ein bisschen... Ja, ein bisschen, ihr wisst schon, Helligkeit. Wie nennt man das? Ja. Von hier können wir jetzt natürlich das Ding weiterführen lassen. Ah. Blepp. Das muss natürlich nach unten. Muss es hier rum. Ja, und zack. Schon kann da die Kohle. Achso, wir haben eins vergessen. Geht nicht, weil da steht. Ein so ein Teil, was wir überhaupt nicht brauchen. Das habe ich mal schnell weggerissen. Jetzt kommt auch die Kohle hier lang. Jetzt können wir gleich noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, wir haben es ja, ne? Jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Kanäle bauen. Unser Strom sieht noch ganz gut aus. Temperatur ist bei 100%, bei 100 Grad. Damit unsere Steam Machine auch richtig arbeiten kann. Wenn die mehr Auslastung hat, läuft die dann auch schneller. Ist dann halt schneller animiert und macht ein bisschen mehr Rauch und Dampf und Qualm. Und ja. So, machen wir das Ding mal ein bisschen hier runter. Blup. Super schön. Na gut, ich habe jetzt bloß 8, dann machen wir. Hinfort mit euch, hinfort! Ja, wir müssen uns dann mal drum kümmern, dass wir hier ein bisschen. Bisschen Verteidigung bekommen. Als erstes brauchen wir aber erstmal ein bisschen Strom. So. Dann brauchen wir ein bisschen mehr davon. Blub, da reicht es noch nicht ganz. Da können wir noch ein paar bauen. Genau. Und das können wir dann abfließen lassen, am besten gleich lassen wir nach rechts. Und für den Anfang kommt da erstmal bloß eine Kiste hin. Ein Greifer, den wir dann gleich bauen können, hoffe ich mal. Los, lass uns so einen Greifer bauen. Wir brauchen ein wir haben... Ha, ich sehe, wir brauchen Kupferplatten. Da hätte ich vielleicht eher noch ein paar bauen sollen. Aber auch nicht ganz so wild, denn da können wir gerade mal ein bisschen mogeln und tun mal hier unser Kupfer rein. Nehmen das hier raus. So. Und besparen mal sowas. Sowas und sowas. Da können wir mit Kohle arbeiten. Ist auch gar nicht okay. Muss hier mal ein bisschen rausholen. Für den Anfang, ne? Da können wir erstmal oldschool da. Machen wir uns erstmal so ein Teil, das... Ach ne, halt, wir brauchen bloß eine Kiste. Aha. Ich bin ja gut, genau. Und dann produzieren wir ein bisschen Kupfer. So. Dann brauchen wir noch Stein. Da baue ich gleich noch so eins. Kiste haben wir noch. Wo ist Stein? Hier ist Stein. Brauchen wir ja auch permanent Stein. Das meiste hier 510, zack, 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 und bitteschön. Das sieht doch alles ganz gut aus, muss ich sagen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier unten ist da noch mehr, noch ein bisschen Holz, können wir ein bisschen abbauen. Gibt natürlich dann auch manchmal Gebiete, da ist alles voller Wald, also komplett. Es gibt ja auch unterschiedliche Biome und all mögliches Zeug. Ja, wir sollten auf jeden Fall uns Maschinengewehr bauen. Das haut mehr rein. Und wir brauchen... Okay, für den Anfang baue ich erstmal so ein Teil noch. Bis wir uns... gar nicht gesehen, gar nicht gesehen, gar nicht gesehen. Geht weg, geht weg, geht weg. Ja. Das kann das auch erstmal am Anfang erledigen. Dann hole ich noch ein bisschen Stein. Dann können wir uns noch ein paar Öfen bauen. Mit den Öfen können wir dann noch ein bisschen...
Kupfer machen, am besten baue ich da vielleicht. Wie viel werden wir denn brauchen? 4. Bau mal 4, also noch 2. So, das sollte, denke ich, gehen. Bep, bep. Ja, da ist natürlich jetzt noch nicht so viel drin. Achso, das sollte man noch ein paar... Okay, bauen wir erstmal die hier, die können wir ja dann wieder wegrupfen. Machen wir das erstmal auf die alttraditionelle Weise, damit wir ein bisschen Eisen bekommen. Genau. Drücken wir mal noch ein bisschen Kohle ab. Kann man mit F einsammeln. Genau. Und da kommt jetzt ein bisschen was mit raus. Genau, so ist das gut. Damit können wir uns jetzt schon bald mal wieder was bauen. Zum Beispiel Förderbänder. Da fangen wir am besten dann... Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen das so... Halt. So, genau. Und das kommt daran. Na. Da kann man hier schon ein bisschen Kupfer reintun. Auf der anderen Seite holen wir das natürlich wieder ab. Und zack. Funktioniert doch ganz gut. Ganz gut funktioniert das. Ein bisschen Kohle abholen hier. Damit wenigstens die zwei ein bisschen Dauerlauf machen. Hier unten können wir dann unsere Kiste hinstellen. Die dann beladen wird. Ach, ist das schön. Wenn nur alles immer so einfach wäre. So, und langsam brauchen wir auch wieder mehr Kohle, da sonst läuft das alles ja nicht. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen Produktion am Laufen. Bösen. Da kommt noch eins, ein drittes. Es werden mehr, es werden mehr, es werden mehr.